Hey, sorry für die Verspätung heute. Ich bin gerade aktuell umgezogen und habe erst seit heute in dieser Wohnung richtiges Internet. Außerdem komme ich gerade eben erst aus Warschau zurück. Alles ein bisschen mit Flugverspätung und so. Und ich wollte die Folge jetzt noch fertig bringen. Deswegen fällt der Kommentar der Woche heute weg. Aber morgen Abend, so gegen 19 Uhr rum, gibt es einen fetten Toten-Hosen-Vlog aus Warschau. Ich war nämlich mit meinen Eltern dort und das ist richtig abgegangen. Und ja, schon mal für morgen die Glocke aktivieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt trotzdem viel Spaß mit der Folge. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. I've got the eye of the tiger. Freitags wird nur Fisch gegessen. Meiner stand allerdings evolutionsbedingt vorher nur auf der Weide. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Broccoli. Wenn Gott die Sonne erst am vierten Tag erschaffen hat, wie sind dann 4 Tage vergangen? Management ist, wenn 5 Leute eine Stunde lang überlegen, wie man 5 weitere Arbeitsstunden aus dem Hut zaubern kann. Und Produktionsleiter sind die Leute, die denken, dass 9 Frauen und ein Baby in einem Monat zur Welt kriegen. Ich warte ja nur auf den Trend, bei dem Mädels sich denn im Teambereich glatt rasieren, nur um sich ihn dann wieder anzumalen. Ich habe nachgedacht. Ich glaube, es ist die Arbeit, die meine Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht bringt. Ich bin ganz sicher, irgendjemand hat eine Voodoo-Puppe von mir und füttert sie mit Schlaftabletten. Gehe gerade mit meinem Hund spazieren. Hashtag Nahkoderfahrung. Im Grunde genommen habe ich es immer extrem eilig, nach Hause zu kommen, um dort im Endeffekt gar nichts zu tun. Immer diese ständige Angst, dass ein Falke auf meiner Hand landet, wenn ich den Backofenhandschuh anziehe. Ich bringe demnächst ein mit LSD versetztes Müsli auf den Markt und nenne es Frühstücks-Surrealien. Surreal. Mein Magen knurrt so laut, die Spracherkennung hat schon 2 Döner bestellt. Nachdem ein Handwerker das von dir verursachte Problem beseitigt hat, musst du ihn vor den Augen deiner Familie töten, um das Alpha-Tier zu bleiben. Der Kaffeeautomat weigert sich, mir Kaffee zu machen und verlangt, dass ich die Filter reinige und Wasser nachfülle. Ich glaube, die Herrschaft der Maschine hat begonnen. Morgen habe ich Friseurprüfung. Hoffentlich schneide ich gut ab. Wenn Ruth ruht, Albert Albert, wenn Albert ruht, Albert ruht. Danke. Bam! Habe eben ein Mädchen gesehen mit einer Handtasche, auf der stand, du willst es, du kriegst es. Total unfair. Sie hatte gar kein Eis dabei. Nach dem Sex im Bett. Woran denkst du? Kennst du mich. Ich kam, ich sah, ich bin früher gegangen. Wenn Gott uns alle nach seinem Ebenbild erschaffen hat, warum sind wir dann nicht alle unsichtbar? Nach 1 gehe ich immer steil. E-Funktion. Minus E-Funktion? Was soll das heißen? Ja, Mathewitz. Zac Efron, Schauspieler verliert bei minus 32 Grad linken Hoden. Auch nur mit einem Hoden. Der Grund, warum ich noch keinen Selbstmord begangen habe, ist, weil ich einfach zu blöd dazu bin, mir selbst einen Strick zu drehen. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber.